Herzlich willkommen zu der Tag hier auf Ländle TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Doch dieser Tag, der ist nicht wirklich erfreulich, denn hinter mir hier im Landeskrankenhaus Dornbirn, da spitzt sich die Lage gefährlich zu. Grund genug für die Landeskrankenhäuser Vorarlberg, heute in einer Pressekonferenz einen wirklich verzweifelten Appell an die Bevölkerung zu richten. Die Lage ist ernst in den Vorarlberger Landeskrankenhäusern. Pflegekräfte und ärztliches Personal am Limit. Auch weil 124 Personen im Gesundheitswesen durch positive Covid-Fälle und Verdachtsfälle arbeitsunfähig sind. Für Wolfgang List, Leiter der Intensivstation im Landeskrankenhaus Feldkirch, eine alarmierende Situation. Also wir sind schon in klaren Eskalationsstufen. Wir haben Betten eröffnet an Plätzen, wo wir sonst keine Intensivtherapie betreiben. Und das Ganze geht nur durch eine Mehrleistung des vorhandenen Personals. Also wir sind schon in einer klaren Eskalation aktuell. Dabei erschreckend die Zahlen. 95 Covid-Patienten werden momentan in Vorarlberg medizinisch betreut. 15 müssen beatmet werden, davon 11 ohne Impfung. Auch kein einziger Todesfall in der vierten Welle war durch eine Covid-Impfung geschützt. Geimpft oder nicht geimpft? Diese Debatte erhitzt momentan viele Gemüter. Für Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Landeskrankenhäuser, gibt es hier jedoch eine klare Meinung, allerdings auch mit deutlicher Botschaft. Ich glaube, das Wichtigste ist momentan nicht zu spalten und jenen Menschen, die sich nicht geimpft haben, die Chance zu geben, sich mit eigenem Willen und Wissen impfen zu lassen. Am Beginn der Pandemie vor 20 Monaten konnte man noch ein bisschen Verständnis aufbringen für Impfskeptiker generell, aber jetzt mit der Daten- und Faktenlage gibt es kein Verständnis mehr. Und der denkende und intelligente Mensch ändert die Meinung und ich kann mir vorstellen, dass viele Impfgegner, Impfskeptiker, vielleicht auch Verschwörungstheoretiker jetzt merken, dass es einfach nicht der richtige Weg war und dass eine Durchimpfung der Gesellschaft das Richtige wäre. Denn eines ist für Fleisch klar. Die momentane Situation ist für die Pflegeschaffenden im ganzen Bundesland nicht länger machbar. Ja, das ist für viele der Horror, weil der Beruf möchte Menschen helfen, möchte die Gesundheit wiederbringen, möchte Leben retten. Und viele unserer Mitarbeiter müssen zusehen, wie sie kaum noch Chance haben, trotz gewaltigem Einsatz, weil diese Pandemie eben eine sehr, sehr hässliche Seite hat. Das ist die Seite des Todes, der Qualen. Und die Mitarbeiter wissen, wäre dieser Patient, diese Patientin geimpft, wäre die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer, dass es eine solche Situation gibt. Und auch eines ist für Fleisch klar, die nächsten Wochen werden richtungsweisend werden. Der einzige Hoffnungsschimmer, eine Steigerung der landes- und bundesweiten Impfquote, laut Fleisch. Denn ohne eine Entspannung der derzeitigen Situation wird die Lage nicht nur ernst, sondern todernst in den Landeskrankenhäusern Vorarlbergs. Angesichts dieser Situation hat sich das Land Vorarlberg auch auf Verschärfung der Maßnahmen entschieden und diese zeigen wir Ihnen jetzt in den Meldungen des Tages. Nachdem sich die Lage in den Intensivstationen zuspitzt und die Covid-Zahlen weiter steigen, wird Vorarlberg die Corona-Maßnahmen verschärfen. Ab Freitag gilt eine FFP2-Maskenpflicht in allen Innenräumen, vom Handel bis hin zu Gaststätten und Veranstaltungen. Auch am Arbeitsplatz muss ab Freitag wieder Maske getragen werden, wenn ein Mindestabstand von 2 Metern nicht eingehalten werden kann. Ausnahme seien Arbeitsplätze mit Schutzvorrichtungen wie etwa Plexiglas. Glaswänden zwischen den Schreibtischen. Die Maskenpflicht gilt für alle, also für Geimpfte, als auch für Ungeimpfte. Und Lech wählt im Februar ein neues Gemeindeoberhaupt. Nachdem Bürgermeister Stefan Jochum vergangene Woche seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, verkündete Landeshauptmann Markus Wallner im heutigen Pressefoyer den neuen Wahltermin. Demnach werden die Lecher und Lecherinnen am 6. Februar 2022 zur Wahlurne gebeten. Bis dahin wird Vizebürgermeisterin Cornelia Rieser interimistisch die Agenten des Bürgermeisters übernehmen. Am vergangenen Wochenende, da stand Lech Zürs mit dem Parallelweltcup ganz im Zeichen des Wintersports. Und gestern Abend in unserer Sportsendung Ländlesport, da haben wir mit unserem Experten Marc Girardelli die Analyse gemacht. Wir zeigen Ihnen jetzt ein paar Ausschnitte.
Ich denke, die 3000 Zuschauer gestern in Zürich, die haben eine Stimmung gebracht wie sonst 10.000 Zuschauer. Also man kann das durchaus sagen, dass Zürich gestern das Schladming des Vorarlbergs, des Adelbergs war. Und ich denke, es war eines der allerbesten und spannendsten Rennen, die ich je gesehen habe. Und ich bin heute noch begeistert, dass ich dabei war. War einfach fantastisch. Also man muss schon sagen, der Christoffersen, auch wenn er vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau fährt, wie er jetzt vor 2-3 Jahren noch hatte, er ist ein Star und er hat Skifahren nicht verlernt. Ich glaube, dass der einfach das Ganze ein bisschen zu selbstbewusst angegangen ist im zweiten Lauf auf dem langsameren. Und bevor er sich versehen hat, war der Hirschbühl schon leicht vorne oder ziemlich klar auf dem roten und dann war es zu spät, das aufzuholen. Man muss ja dazu sagen, das war eine halbe Sekunde, wo Hirschbühl hinterm Christoffersen war. Und das ist ja normalerweise darf dem das nie passieren. Ich glaube auch, wenn er wirklich voll angegriffen hätte auf dem blauen Kurs, auf dem langsamen, dann hätte es der Christian nicht geschafft. Aber das ist eben die Taktik im Parallelslalom, wo man sich ein bisschen zu sicher fühlt. Eine halbe Sekunde auf so einen kurzen Lauf ist sehr, sehr viel. Vor allem gegen einen Christoffersen, der ja schon vor Jahren den Hirscher in Höchstform schlagen konnte. Und der hat das Ganze ein bisschen zu leichte Schultern genommen und hat dann halt den Kürzeren gezogen. Und der Christian, der hat einfach gemerkt, ich habe eine Chance in meinem Leben und heute ist die. Und die hat er gepackt. Und das muss man ihm wirklich zugute halten. Er hat die Nerven behalten, er hat den Kampfgeist gezeigt gestern. Ja, das ganze Interview und die ganze Sendung gibt's bei uns in der Mediathek auf YouTube. Den Link sehen Sie jetzt unten eingeblendet. Ja, und das war's mit der Tag hier auf Ländlich TV. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wir schauen jetzt noch auf eine neue Folge Schon gewusst und danach aufs Kachelmann-Wetter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut, bleiben Sie bitte gesund und bis bald. Schon gewusst, dass die i-Ausbildungsmesse alle 2 Jahre auf 12.000 Quadratmetern in 5 Hallen der Messe Dornbirn stattfindet? Schon gewusst, dass auf der i-Ausbildungsmesse über 80 Lehrberufe präsentiert werden? Schon gewusst, dass neben Lehrberufen 10 verschiedene Schultypen auf der i-Ausbildungsmesse präsentiert werden? Und schon gewusst, dass an den 3 Messetagen rund 12.000 Besucherinnen verzeichnet werden konnten? Der Mittwoch startet vielerorts trüb durch Wolken und Hochnebel. Nur im Mond davon sind anfangs ein paar Sonnenstrahlen dabei. Tagsüber geht es oft mit trübem Novemberwetter weiter. Oberhalb des Hochnebels ziehen vom Süden dichte Wolken durch und vor allem vom Mond davon über dem Arlberg bis zum hinteren Bregenzer Wald sind aus der Wolkendecke oberhalb von 1000 Meter auch ein paar Schneeflocken zu erwarten. Im Rheintal bleibt es ebenfalls oft trüb und stellenweise kann es leicht nieseln. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 4 Grad im Bregenzer Wald und bei 8 Grad im Rheintal. Zu den weiteren Aussichten. Der Donnerstag bringt vom Bodensee über das Rheintal bis in den Wallgau erneut oft Hochnebel. Sonst scheint außerhalb der Nebelzonen oft die Sonne bis 7 Grad im Rheintal. Am Freitag und am Samstag geht es mit ruhigem Hochdruckwetter weiter. Dies bedeutet zu dieser Jahreszeit teils zäher Hochnebel über dem Rheintal und im Wallgau und sonst viel Sonne. Teilweise ist aber ab den Mittagsstunden auch in den trüben Regionen mit Sonne zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf maximal 6 bis 9 Grad bei zähem Nebel. In sonnigen Lagen zwischen 1000 bis 1400 Meter sind am Samstag bis zu 13 Grad zu erwarten.